Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und damit herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird der letzte Part kommen, in dem wir den Asia-Mulan-China-Bereich endlich zu Ende bauen. Ich habe noch ein bisschen was Off-Cam gemacht. Genau, heute wird dann der letzte Part sein, dann müssten wir eigentlich alles fertig kriegen. Wir hatten ja dieses runde Haus noch nicht gemacht. Ja, hier hatte ich auch noch ein bisschen gewerkelt. Witzigerweise ist mir auch aufgefallen, es hat ja letztes Mal geregnet, beziehungsweise aufgehört zu regnen und der Regensound ging einfach weiter, es war super nervig. Das habe ich tatsächlich hier auf der Insel ständig, also gerade hat es auch wieder aufgehört zu regnen, aber der Regensound ging weiter. Ich bin gespannt, ob es morgen gepatcht wird, denn morgen um 15 Uhr deutscher, mitteleuropäischer Zeit kommt das neue Update und wir werden natürlich Streams machen. 20 Uhr, 19.30 Uhr fangen wir wahrscheinlich an. Wahrscheinlich 19.30 Uhr, schon ein bisschen früher. Ne, es wird natürlich Tipps und Tricks geben, Geheimnisse werden gelüftet werden und alle Neuerungen gehen wir natürlich auch durch. Darum lasst gerne ein Abo, ein Like da, aktiviert gerne das Glöckchen, Dingelingeling, um nichts mehr zu verpassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Genau, hier hatte ich jetzt gar nicht mehr viel gemacht. Hier habe ich noch eine Bank hingestellt. Hier war ja sozusagen die Kirmes. Ich will auch mal gerne, dass der Speicher, dass die Karussells sich drehen. Bin immer gespannt, ob morgen sich das Dumbo-Karussell wieder dreht. Aber leider immer mache ich die an, der speichert das gar nicht. Voll schade, ich muss die immer wieder anschmeißen. Genau, also ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Bänke hingemacht, ein paar Pflanzen. Ich habe jetzt einfach hier alles voller Pflanzen gemacht. Hier nochmal Bank, Mülltonne. Hier habe ich jetzt mal diesen Burgerstand so ein bisschen dekoriert. Also hier habe ich alles voller Kakteen gemacht, Pflanzen. Da auch nochmal eine Bank und Mülltonne. Hier nochmal so ein paar Pflänzchen. So ein bisschen Detailarbeit habe ich nochmal gemacht, ne? Hier auch nochmal Bank und Mülltonne. Genau, hier habe ich jetzt Bing Bong hingestellt, auch nochmal mit dieser komischen, alles steht Kopf-Gedächtniswand. Ja, was soll man mit Bing Bong machen, ne? So ein paar Leuchtdinger davor, ein bisschen Ballons, hinten so ein bisschen Laternen. Wasser habe ich jetzt auch nochmal dekoriert, also Wasser, das ist ja eher so eine Drecksbrühe oder Treibsand oder sowas soll das sein, ich weiß es nicht, ne? Gastors Bereich da hinten. Ja, aber finde ich ganz gut, habe noch so ein bisschen Teppiche hier unten hingelegt und so, ja. Können wir fürs erste Mal so lassen, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Nochmal ein paar Gitter auf dem Boden, damit ist der Bereich auch erstmal fertig. Ihr hattet mich auch daran erinnert, dass ich ja noch ein Karussell habe. Das habe ich total vergessen, ich habe ja noch dieses UFO-Karussell hier. Das Teil haben wir ja auch noch. Und es ist einfach riesig, aber ich lasse es erstmal weg. Also ich baue jetzt die Kirmes hier oben nicht weiter. Wir warten auf eine neue Kirmes, vielleicht nächstes Jahr. Dafür werde ich es mir jetzt aufheben. Vielleicht in einem neuen Biom, wir kriegen ja neue Erweiterungen auch nächstes Jahr. Ne? Aber so gefällt es mir erstmal ganz gut. Hier werden wir natürlich dann nach dem Update weiterbauen. Hier wird dann Jafars Palast hinkommen oder was immer wir auch von ihm kriegen. Der hat ja eigentlich schon einen Palast da hinten. Das Haus werden wir noch dekorieren. Vielleicht wird das ein oder andere Wüstenhaus noch kommen. Und dann ist die Wüste eigentlich fertig, tatsächlich. Also hier passen vielleicht noch drei Häuser maximal drauf. Da haben wir praktisch die Wüste echt durch. Hier hinten haben wir noch ein bisschen Oasenplatz. Wollte ich mir eigentlich für Herkules noch aufheben, so ein bisschen. Mal gucken. Aber es wird voll. Es wird voll. Dann, ja, Wüste ist fertig. Hier können wir noch drüber gehen. Hier kann man nicht viel machen, tatsächlich. Vielleicht mache ich hier noch so eine kleine Plantage hin oder so. Mal schauen. Da kann man eigentlich nur noch Weg hinlegen. Ja, und dann sind wir praktisch damit erstmal durch. Aber heute soll es ja um den asiatischen Bereich gehen. Dschungel haben wir tatsächlich noch viel Platz und Docks haben wir noch relativ viel Platz. Aber auch gar nicht mehr so viel. Also der Dschungel füllt sich jetzt auch schon langsam. Ne? Müssen wir mal schauen. Genau. Asiatischer Bereich. Ich werde jetzt alles auch nochmal genau zeigen, weil ich habe letzten Kommentar gelesen, da hat einer geschrieben, ich soll das alles nochmal ein bisschen langsamer zeigen und nochmal jede einzelne Ecke mache ich auf jeden Fall. Genau, das habe ich jetzt nochmal Offcam hier dekoriert. Das ist dieser kleine Aufgang hier zu dieser Luke von Jafar. Hier oben kann man leider nichts hinmachen. Da habe ich praktisch hier auch so ein bisschen den Asia-Bereich weitergeführt. Habe den Weg hier nochmal benutzt. Oben so ein paar Lampignons. Hier habe ich nochmal diese Dschungelpflanzen genommen. Die passen halt in jede Ritze rein. Sie passen überall rein. Es ist wirklich unfassbar. Darum kann man diese Pflanzen echt gut benutzen. Ne? Hab hier nochmal diesen Magnolienbaum genommen. Ein bisschen so einen kleinen Haufen. Hier die Laternen natürlich überall genutzt. Hier nochmal so ein Bambus hingemacht. Daneben auch nochmal ein Magnolie. Hier die kleine Bank. So ein kleines Töpfchen. Hier diesen Torbogen habe ich da hingemacht. Das finde ich ja immer sehr, sehr schön, wenn man vor die Ein- und Ausgänge diese Tore hinstellt. Hier habe ich den Gong hingestellt. Den Gong habe ich noch gar nicht benutzt gehabt. Den habe ich ja wieder entfernt. Ja, jetzt habe ich den auf jeden Fall hier. Finde ich nochmal ganz gut. Dahinter habe ich auch so ein bisschen Bambus hingestellt. Genau, hier geht leider nichts hin. Da ist es zu eng. Hier nochmal eine Bank. Hier nochmal ein paar Pflanzen. Hier nochmal den Torbogen. Da oben nochmal ein paar schwebende Lampignons. Hier nochmal so ein paar Säcke. Ja, genau, finde ich aber ganz nett hier schon mal, dass wir hier so einen kleinen Eingang haben, so ein Foyer sozusagen, dann zum richtigen asiatischen Bereich. Hier habe ich ja gar nichts mehr gemacht, das kennt ihr ja alle schon. Ich zeige es aber auch nochmal. Ne, mit dem Wellness-Bereich habe ich nochmal so einen kleinen Eimer hingestellt. Ich laufe auch ein bisschen langsamer. Ich hetze da immer so durch. Kochstelle, ja,
Genau, hier an der Wand habe ich dann ja die Mauer mit ein paar Laternen, dazwischen diese Büsche. Ich habe tatsächlich auch noch mal ein paar rosa Büsche entfernt, habe jetzt auch noch mal ein paar grüne dazwischen gemacht, genauso wie hier. Da habe ich jetzt einen grünen anstatt einen rosa hingemacht, weil nur rosa sah für mich so ein bisschen eintönig aus. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob euch das gefällt. Hier habe ich es rosa gelassen alles, aber ich habe jetzt auch noch mal da hier ein bisschen grün hingemacht. Da habe ich auch noch mal einen grünen Baum hingestellt. Ich finde es ein bisschen besser, weil nur rosa, da habe ich auch noch mal grün hingemacht, nur rosa finde ich dann doch ein bisschen zu grell. Und wie gesagt, so monoton. Also schreibt mal gerne in die Kommis, wie ihr das findet. Ansonsten würde ich alles auch nochmal wieder auf Pink ändern. Ich finde es so aber, glaube ich, ganz gut, würde ich sagen. Genau, hier hat sich ja auch nicht viel geändert. Zen-Gärten, Bäumchen, Bänke, Wege. Es wird bestimmt auch nochmal irgendwann eine richtige Valley-Tour geben, wenn das hier alles fertig ist, die ganze Insel. Dann werde ich das auch nochmal alles in Ruhe zeigen. Genau, hier sollte ich auch nochmal lang gehen. Habe ich halt auch nur Laternen, Büsche, so einen kleinen Haufen hingemacht, Laterne, Busch. Hier nochmal so ein Bambus in die Ecke, finde ich nochmal ganz cool. So als Abwechslung. Ja, hier habe ich nochmal so kleine Töpfchen gemacht, ein bisschen Feuerwerk, das ist ja auch chinesisch. Kleine Drachen, kleine Mushis reingebaut. Ja, also viel ist hier gar nicht. Hier so ein paar kleine Töpfchen, Brunnenbereich. Hier habe ich auch nochmal einen grünen Baum hingestellt. Ich finde das irgendwie nochmal ein bisschen abwechslungsreicher. Ja, und sonst hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Ja. Aber da wird es auf jeden Fall irgendwann nochmal eine detaillierte Tour zu geben. Hier hatte ich dann jetzt auch weitergebaut. Die sind mir ja praktisch im letzten Video stehen geblieben. Hatte ich auch schon im Stream gezeigt. Sushi-Bereich hatten wir jetzt fertig bekommen. Da habe ich jetzt auch nichts mehr gemacht. Ich weiß, jemand hat auch geschrieben, ich könnte diese rosa Kissen hier benutzen. Hier, die hier. Dass man die so ein bisschen davor legt. Vor die Tische. Könnte man gut machen. Aber mir sind die Kissen so ein bisschen zu aufgeblasen. Also die sehen ein bisschen aus wie Pupskissen. Aber an sich keine schlechte Idee. Also können wir noch gut hier machen. So als kleine kreative Idee, vielleicht mache ich das auch nochmal. Aber sie sehen auch ein bisschen seltsam aus, so ein bisschen aufgeplustert. Aber vielleicht lege ich die nochmal dahin. Danke für den Tipp. Ne? Genau, wir haben das so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen Hans im Glück mäßig gemacht. Kennt ihr diese Restaurantkette, wo es Burger gibt? Die haben ja auch immer diese Birken im Restaurant drin. Ein bisschen erinnert mich das daran. Hier mit diesen Bäumen da drin und so. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja, das hatten wir ja letztes Mal alle schon fertiggestellt. Hier hatte ich halt nochmal ein bisschen weitergebaut mit Laternen. Hier nochmal eine Magnolie. Grüner Baum, Magnolie, Laterne, Baum. Ja, genau. Da sind wir eigentlich hier beim Haus stehen geblieben. Hier hatte ich nochmal das kleine Schattenkino sozusagen gebaut. Da habe ich dann so einen Torbogen nochmal genommen. Zwei Bäume daneben, hier ein paar Bänke. Da haben wir so einen kleinen Kinosaal sozusagen. Finde ich auch nochmal ganz nett. Habe ich zwischen zwei Bambusse auch nochmal gestellt, das Ganze. Ja, also ganz, ganz simpel gebaut. Zwei Bäume noch daneben. Paar Laternen. Hier habe ich diesen Ausgang schon mal gebaut wieder mit diesem Torbogen, mit den beiden Bäumchen. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht mehr gemacht. Mir gefällt es aber wirklich sehr gut. Also ich finde das sogar einer der schönsten Bereiche in meinem ganzen Valley auf beiden Inseln. Also langsam gefällt mir sogar die Insel besser als die andere. So langsam. Und ich habe auch langsam eine Orientierung. Ich bin mal gespannt, was noch aus dem Dschungel und so weiter wird. Ja, ich kann es euch nochmal von oben ein bisschen zeigen. Heute werden wir das Haus auf jeden Fall fertig bauen. Plantage wollte ich eigentlich auch nochmal hinmachen, dass wir eine Dschungelplantage machen. Also ich werde jetzt nicht alle Kakteen und Palmen dahinstellen, die es gibt. Es gibt auch so Kaktusplantagenbäume. Ich werde jetzt hier wirklich nur die Dschungelbäume platzieren. Ich weiß nicht, ob ich es alles hier mache. Könnte auch ein bisschen eng werden. Mal gucken. Genau, ihr habt immer so ein Overview. Ich finde auch von oben sieht das mal mit den grünen Bäumen nochmal interessanter aus. So ein bisschen Bonsai-mäßiger. Ich könnte mir das Ganze sogar nur mit grünen Bäumen vorstellen. Hier vorne habe ich es relativ rosa gelassen. Aber ich finde, das sieht aus wie so eine kleine chinesische Stadt. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ne? Hier das Zeltlager nochmal. Ja. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und mal gucken, was wir morgen noch kriegen werden. Ob wir neue Wege noch bekommen. Neue Zäune. Was weiß ich. Wir werden ja wahrscheinlich nochmal neue Sachen bekommen. Neue Bäume vielleicht, ne? Gucken wir mal. Habe ich das nicht schon gesagt? Neue Zäune, Wege, Bäume. Vielleicht neue Laternen oder sowas wäre cool. So, genau, dann würde ich sagen, fangen wir mal hiermit an. Ich habe immer noch gar keinen Plan. Ich würde es halt wirklich hier mittig bauen, ne? Ihr könnt es halt, ja, wir haben ja eh nicht mehr viel Platz. Ja, ich würde es relativ mittig lassen. Diese Statue müssen wir noch irgendwie verwenden. Die ja leider den ganzen Weg haben. Da kann ich nichts. Ach, da hinten ist so ein Hügel. Kann ich den wegmachen? Ach, du Himmelswillen, da hinten ist ja so ein Hügel. Ach, da geht gar nichts dann. Ui, okay, das muss ich in die Planung mit einbeziehen. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, okay. Müssen wir mal schauen. Kann ich denn da langlaufen? Auch super unnötig. Okay, da müssen wir hiermit leben. Da müssen wir den Weg da irgendwie dran vorbeibauen. Wasser müssen wir natürlich auch nochmal dekorieren. Könnten wir eigentlich eben als erstes machen. Ich weiß, das ist immer ein bisschen langweilig. Aber da machen wir nochmal ein paar Bötchen dahin. Ne? Ein paar Bötskes.
In verschiedenen Farben. So, zum Glück haben sie noch gekauft. Ne, Klon machen wir. Duplizieren. Ja, die gab es ja leider nur für Mondsteine. Eins gab es im Sternpfad. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir die doch noch geholt haben. Gelb haben wir noch nicht. Weil sonst haben wir ja nicht viel Wasserdekoration. Ah doch, ich hatte schon gelb. Okay, dann machen wir es einfach hier hin. Ein rotes bräuchten wir vielleicht noch. Hier das rote, blaue haben wir auch noch nicht. So, machen wir das. Was haben wir jetzt? Gelb, blau, rot. Ne, welches haben wir denn noch nicht? Das hier, ne? Das war das, was im Stern fährt. Das fand ich auch am schönsten. Hat ein schönes Muster. Machen wir das einfach noch hier so hin. So. Wir können hier schon mal ein paar Wasserpflanzen wieder nehmen. Ein paar Leuchtpflänzchen. Ja, dann wird das doch auch gut aussehen. Hier nochmal so ein Teil hin. Machen wir wieder so ein bisschen Pampasgras. Wie weit können wir rein? Ja, machen wir hier noch so ein Teil hin. Wunderbar. Hier nochmal so ein Ding. Die schmeiße ich vielleicht hier raus, die Teile. Mal gucken. Ich mag die hier so ein bisschen lieber, diese Pflanzen. So. Ja, können wir noch ein bisschen Pampasgras reinmachen hier. Diese Pampassträußchen. Da haben wir das Wasser praktisch auch schon mal dekoriert. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wenn ich euch endlich mal hier besuchen kann. Ich will mal gerne eure Inseln der Ewigkeiten sehen. Mal gucken, wann sie das Feature einbauen. Verstehe gar nicht, warum das eigentlich so lange dauert. Aber ich glaube, das kommt dieses Jahr noch. Also könnte ich mir gut vorstellen. Ja, hier nochmal so ein Teil. Oder ich würde es einfach so lassen. Kann hier noch so ein Ding hin? Ja, vielleicht hier nochmal so ein Teil. Ja, dann lassen wir das so schon mal. Haben wir Wasser schon mal dekoriert? Okay, Haus. Ja, ich würde erstmal einen Weg dahin machen, oder? Machen wir erstmal einen Weg dahin. Es kann sogar auf Weg stehen. Das ist schon mal sehr gut. Spricht fürs Gebäude. Es braucht auf jeden Fall schon mal einen guten Eingang. So. Guck mal, haben wir das schon mal. Ne? Ist auch schön zentriert. Statue muss ich mal gucken. Wie gesagt, Problem ist halt der fehlende Weg. Wir haben natürlich nicht viel Platz, ne? Wir haben nicht viel Platz. Es wäre halt cool, die Statue nochmal zu haben. Vielleicht stelle ich sie einfach hier hin. Obwohl der Baum dann wieder ein bisschen im Weg ist. Ja, dann mache ich es hier vielleicht weg. Ja, dann können wir hier schon mal Laternen nehmen. Machen wir hier eine hin. Ne? Wir machen das aber so ein bisschen standardmäßig. Bäumskin hier. Bäumskin da. Guck mal, haben wir schon mal einen schönen Eingangsbereich. Rucki zucki. Statue. Ja, wir müssen die praktisch auf dem Gras stehen lassen. Ne? Also, ich weiß auch nicht, wie wir das machen sollen. Oder ich drehe sie ein bisschen nach hier. Kann man denn so einen kleinen Weg dahin ziehen? Das würde gehen, ne? Kann man leider ja auch nicht zentrieren. Ist auch ein bisschen blöd. Ja, komisches Ding. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Ja, vielleicht... Ich hätte die gerne nochmal. Aber ihr habt mir auch nicht in die Kommentare geschrieben, ob man die nochmal bauen kann. Ich habe sie nicht an der Werkbank gefunden, auch nicht bei Dagobert. Ich gehe ja da mal stark davon aus, dass es so ein einzigartiger Artikel ist, ne? Ja, gehen wir mal stark von aus. So, vielleicht hier noch so ein Ding hin. Oh, geht sogar richtig weit. Nein! Ja, wahrscheinlich muss ich davon sogar nochmal welche kaufen. Machen wir hier nochmal so ein Teil hin, hier hin. Ja. Hier die kleinen Häufchen können wir nochmal schön hinlegen. Das mag ich ja mal ganz gerne, wenn die da drunter so ein bisschen sind. So. Was könnten wir noch machen? Wir könnten hier diese Pavillons vielleicht nochmal... Das mag ich ja eigentlich auch ganz gerne immer, diesen Eingangsbereichen. Ja, fertig. Ja, was soll man sonst machen, ne? Ich weiß es nicht. Haben wir noch einen Zaun? Bäumskin können wir nochmal nehmen. Habe ich hier nochmal diese pinken Büsche dazwischen oder so? Ja, wir können auch nicht zu nah dran. Ah, nicht, dass es zu viel ist. Irgendwas würde ich gerne hier noch hinmachen. Ah, dann machen wir vielleicht die Laterne so ein bisschen hier hin. So. Ja, also... was soll man denn mehr nutzen? Ich weiß es nicht. Haben wir noch irgendwie was? Ich habe leider auch schon alles benutzt. Also wir haben jeden Dekoartikel von Mulan eigentlich benutzt. Ich habe leider immer noch nicht die Mulan-Decke.
Da warte ich noch sehnsüchtig drauf. Legendäres Schwert, das habe ich noch nirgendwo hingemacht. Steht aber auch so blöd auf dem Boden irgendwie, ne? Also ich will jetzt auch nicht so ein legendäres Schwert einfach auf den Boden legen. Ich weiß es nicht. Vielleicht stelle ich es einfach erstmal hier hin. Da haben wir es einfach erstmal. Gong, ja, ist auch ein bisschen doof. Hier, Brücke des Trainingslagers. Das werde ich auch nicht dekorieren. Also ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Und irgendwie sieht das total blöd aus, diese Brücke. Ja, Die Drachen könnten wir natürlich nochmal schön hier nehmen. Vielleicht so ein bisschen am Rand. Hatte ich die hier schon irgendwo verwendet? Die habe ich hier noch gar nicht, diese Drachenstatuen. Nee, die könnten wir natürlich auch nochmal irgendwie schön hier verwenden. Ja, vielleicht irgendwie echt nochmal... Oder ist der Weg zu breit? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es so ganz gut. Wir müssen halt den Kopf nochmal herstellen. Dann machen wir es hier so hin. Aber das wäre zu eng, glaube ich. Jetzt haben wir ja noch den Schwanz, haben wir noch. Ja, es wird wieder zu eng werden. Ja, vielleicht hier so am Wegesrand einfach irgendwie. Nochmal so einen richtig langen Drachen. Ich weiß nur nicht, ob das ein bisschen komisch auf dem Weg aussieht. Schwert vielleicht doch nochmal weg. So. Ist das so richtig rum? Zoomen wir es mal. Das ist auch noch ein bisschen nach da. So, jetzt müssen wir eigentlich nochmal zwei Köpfe herstellen. Das könnte eigentlich noch mal ganz cool aussehen. Ich weiß nur nicht, wie es auf dem Weg aussieht. Ich mag das eigentlich lieber auf dem Rasen. Ich stelle nochmal zwei Köpfe her. Mal gucken, wie das nochmal aussieht. Weil die finde ich auch sehr, sehr schön, diese Drachenstatuen. Aber ansonsten... Ja, ich würde das einfach hier so stehen lassen. Das ist eigentlich ganz cool. Vielleicht mache ich hier nochmal ein bisschen so einen Baum hin oder so. Cool wäre, wie gesagt, noch eine von diesen Statuen. Damit wir da nochmal eine hinstellen könnten. So finde ich es aber eigentlich ganz nett. Glaube ich erstmal. Ja, die Drachen... Ja, das Drachending müsste eigentlich mehr auf dem Rasen stehen. Und die Laternen stehen mir auch zu nah dran. Da reicht, glaube ich, auch eine Laterne. Wenn wir die wieder wegmachen hier. Das sieht, glaube ich, dann ein bisschen komisch aus. Habe ich das Gefühl. Ja, oder machen die Drachen auf dem Rasen? Ja, ich würde es, glaube ich, fast lieber auf dem Rasen hier machen. Das sieht irgendwie nochmal ein bisschen geiler aus. Bäumchen nochmal weg. Bisschen nach hinten hier noch. So. Häufchen kann auch weg. Dann baue ich nochmal eben zwei Köpfe. Wenn ich die Ressourcen dafür überhaupt noch habe. Schauen wir mal. Ich habe leider auch keine Pixelsäcke mehr. Wir sind jetzt auch ausgegangen. Ich habe so viel gebaut. Schauen wir mal, ob ich noch zwei Köpfe herstellen kann. Ich glaube, man braucht doch eh nur Steine dafür, ne? Mal gucken, ob man auch schneller runterscrollen kann, wenn das Update raus ist. Das wäre auch ein großer Traum von mir. Bitte erfüllt ihn, liebe Entwickler. Oh oh. Kann sein, dass ich es nicht herstellen kann. Ansonsten müssen wir es später nochmal machen. Uiuiui. Schauen wir mal, was ich dafür brauche. Ich glaube, zu viel. Das können wir jetzt gar nicht sammeln so schnell. Was brauchen wir denn? Ziegelsteine. Kann ich die nicht hier herstellen? Was brauche ich dafür? Lehm. Ja, okay, da muss ich später nochmal gucken mit den Köpfen. Aber ich glaube, ich werde es erstmal so lassen. Da mache ich die Köpfe noch ein bisschen später. Aber ich glaube, so viel ist ganz cool. Ja, es sieht nochmal ein bisschen besser aus, finde ich. Da könnten wir höchstens noch eine Laterne ganz hinten hinmachen. Da machen wir es so, vielleicht. Ja, dann machen wir es so, ne? Bäumchen müssen wir mal gucken. Ob ich es gleich so irgendwie lasse. Da muss hier noch der Kristall weg. Aber man kann sich es ja bildlich vorstellen. Ihr wisst ja, wie der Kopf aussieht. So. Laterne dahin. Oder stehe ich jetzt hier im Weg? Nee. So. Guck mal, da haben wir es auch so schon mal ganz gut. Statue lasse ich jetzt einfach da stehen. Die stört da keinen. Gucken, wie ich hier weitermache. Ich will eigentlich hier auch nicht zu viel rosa nehmen. Vielleicht nehme ich mal so einen nochmal. Hier nochmal so einen Baum hinstellen. Davor jetzt vielleicht nicht. Ja, vielleicht irgendwie so, damit es nicht so ins Haus reinglitscht. Hier vielleicht nochmal so einen kleinen pinken Busch.
ja, mehr kann man eigentlich gar nicht so machen, großartig. Die Statue soll man ja noch ein bisschen sehen. Ich kann auch einen kleinen Weg da vielleicht doch nochmal hinmachen. Irgendwie so. Oder sieht das komisch aus? Wir könnten doch so ein paar Opfergaben da vorlegen. Das wäre eigentlich auch eine coole Idee. Ja, ich kann es ja mal so lassen. Haben wir noch so Opfergaben? Irgendwie so Essen könnte man noch gut da hinstellen. So Schälchen und so weiter. Wäre auch nochmal ganz geil. Ne? So Obst und Früchte könnte man nochmal dahin machen. Kopf baue ich später, da kommt hier der Kopf hin. Ja, da haben wir praktisch eigentlich erstmal den Eingangsbereich fertig. Ist halt die Frage, was machen wir jetzt dahinter? Weiteren Weg dann wahrscheinlich. Würde ich erstmal so sagen. Es wird nur sehr schwierig mit dem Hügel. Ja, wir können es auch noch breiter machen, meinetwegen. Mal gucken. So, wie weit geht's jetzt hier? Okay, hier ist Stopp. Da ist Ende im Gelände. Was machen wir hier? Noch ein Bäumchen? Ja, da will ich vielleicht nochmal so einen pinken. Ja, machen wir da nochmal so einen pinken. Laternen muss ich nochmal ein paar kaufen. Die müssen auf jeden Fall noch hier zwischengesetzt werden. Oder habe ich noch welche? Ich glaube, wir waren auf null, ne? Schade. Dann werden da nochmal welche hingesetzt. Vielleicht kaufe ich gleich nochmal welche. Ja, jetzt müssen wir hier natürlich schauen mit dem Weg. Das wird natürlich jetzt ein bisschen eng. Oder ich mache halt hier gar keinen Weg mehr hin. Machen einfach hier das Ende. Setzen da noch ein Bäumchen hin oder so. Hier müssen wir mal schauen, ob ich da jetzt eine Plantage noch hinmache. Weil hier weiß ich jetzt leider auch nicht mehr so richtig. Meine Dekoration und der Platz sind erschöpft. Da würde ich, glaube ich, auch nochmal so ein Bäumchen einfach hinmachen. Ja, dahinter könnte man vielleicht, soll man dahinter noch irgendwie was stellen? Vielleicht noch so ein Bambus oder so? Ja, ich mache einfach nochmal so einen Bambus hier hin. So. Haben eine schöne Bambuswand, dann passt das ungefähr. Warte mal, ich lösche den mal. Ich will nochmal einen großen da haben. Haben wir noch so einen größeren? Irgendwo hat man noch so einen dicken Bakaluden. Aber nur die kleinen. Hier war doch ein großer, warte. Hier habe ich einen großen noch irgendwo hingesetzt. Hier, der ist noch ein bisschen größer. Oder sind das alles große? Ach, die sind schon alle groß. Dann will ich einen kleinen haben. Dann nehmen wir hier den kleinen Brokkoli. Ja. Hier vielleicht noch so ein Ding oder so. Ja, lassen wir es einfach so. Ne? So, jetzt muss ich überlegen. Ich weiß nicht, ob ich die Plantage hier halt noch hinquetschen soll. Ob das zu viel ist. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel, wenn wir jetzt hier... Also klar könnte man das jetzt irgendwie machen mit einem Weg dazwischen. Ich guck mal. Ich mache erstmal den Weg. Weil sonst fällt mir auch nicht mehr ein, was wir da nutzen könnten. Wir haben leider keinen Tempel mehr. Ich habe keine Deko mehr. Irgendwie so... Ah, ich weiß nicht, ob sich das hier mit den Bäumen so ein bisschen beißt, ne? Wie viel Weg können wir denn machen bis da vorne? Okay, dann ist hier auch Schluss. Ja, dieser Hügel ist auch wieder totaler Quark, ne? Also manchmal frage ich mich wirklich, was in den Entwicklern los ist. Ob das ein Feiertagsbier zu viel war? Oder warum sie da einfach so einen Hügel hinmachen? Also irgendwas ziehen die sich doch rein. Oder warum ist hier ein Hügel? Verstehe ich nicht. Ja, es könnte ein bisschen seltsam aussehen. Ich würde die Plantage doch irgendwo anders in den Dschungel machen. Das sieht, glaube ich, ein bisschen zu seltsam aus. Weil wenn wir das alles jetzt so an den Rand stellen, hier ist ja eh schon kein Platz mehr. Oh, Akku gleich leer. Ja. Ja, ich glaube, das gefällt mir auch nicht. Ich stelle die mal alle wieder weg. Ich mache die Plantage, glaube ich, hier oben irgendwie hin. Oder man nimmt halt nur ein paar Bäumchen. Vielleicht diese rosanen da, die finde ich eigentlich ganz schön. Vielleicht die grünen weg. Aber sonst ist cool. Also es ist auch nicht mein Lieblingshaus. Ich glaube, viele mögen das Haus ja auch nicht. Aber ich will ja für jedes Haus ein kleines Plätzchen finden. Die sind ja sonst auch traurig. Und wir haben extra viele Mondsteine dafür ausgegeben. Und ich will das nicht im Inventar versauern lassen. Mein großes Ziel ist ja, wie gesagt, jedes Gebäude, jede Attraktion, jedes Dekostück zumindest einmal genutzt zu haben. Also ich will, wenn dieses Spiel irgendwann zu Ende ist in 5 Jahren, alles stehen haben. Alles, was es gibt, soll man hier sehen können. Ich möchte nichts im Inventar versauern lassen. Das ist eigentlich so mein großes Ziel. Und alles soll irgendwie halbwegs schön dekoriert sein.
Auch die nicht so schönen Gebäude. Ne? Weil, ja, die wollen ja auch ein Zuhause haben, ne? So. Jetzt können wir halt überlegen, ob wir halt diese bunten hier vielleicht noch irgendwie stehen lassen. Oder sieht das komisch aus? Ich guck mal. Ich weiß gar nicht, ob wir noch mehr Dschungelbäume haben. Müsste ich auch noch mal schauen. Ansonsten, klar, ich würde halt wieder die Bäume, Magnolien dahin machen. Ich weiß halt nicht, ob das besser aussieht. Haben wir denn noch mehr? Und wie ihr seht, ich habe hier noch so viel Platz. Das Haus müssen wir auch noch machen. Die Bötchen hier, guck mal, wie schön. Jungle Cruise Boote müssen wir noch dekorieren. Hier die Hütte müssen wir noch machen. Also hier haben wir noch gut Platz. Ja, auch hier, guck mal. Hier haben wir noch richtig viel Platz. Mal schauen, wo ich auch Tiana hinmache, den ganzen Stuff. Wahrscheinlich auch irgendwo hier oder an die Docks. Ja, hier hätten wir nochmal so ein grünes Bäumchen. Ich glaube, sonst habe ich fast schon alles. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Wenn ich jetzt einfach hier so eine Reihe von den Bäumen hinmache. Es wirkt so ein bisschen deplatziert, ne? Ja, es wirkt so ein bisschen langweilig irgendwie. Und ja. Und von den Bäumen habe ich ja sehr, sehr viele. Geht hier noch eins hin? Ja, da wird noch ein Baum von den Rosen hinpassen. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Aber wir könnten sonst halt nur Magnolien noch dahin machen. Oh, hier ist das Haus jetzt. Hier ist ja praktisch totes Gebiet, hier der Hügel. Hier können wir noch ein bisschen mit Bäumen verdecken. Hier geht jetzt nichts mehr hin. Hier könnten wir noch das hinstellen. Ja, was machen wir da hin? Geht da noch ein Baum oder sowas? Gar nichts mehr, ne? Oh Gott. Okay, dann muss ich den Weg, glaube ich, ein bisschen kürzer machen. Warte. Dass da noch irgendwie ein Baum oder sowas hin kann. Ja, irgendwie sowas müssen wir wahrscheinlich da hinstellen. Das noch weg. Ja, jetzt schreibt gerne in die Kommentare, was wir mit der Ecke machen sollen. Die ist schwierig. Die ist sehr, sehr schwierig. Aber sonst gefällt es mir erstmal ganz gut. Die Drachenköpfe kommen da noch hin. Oben haben wir ein bisschen Pavillons. Können wir mal hier so ein Häufchen hinlegen. Finde ich eigentlich ganz schön, wenn die hier so ein bisschen auf dem Weg sind. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Dann sieht es nicht so langweilig aus. So. Haben wir aber ganz gut gemacht, finde ich. Auch hier die Statue. Da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Obst und Gemüse hinlegen. Habe ich ein bisschen was mit vielleicht. Irgendwie. Zimt. Ja, das mögen die Götter. Glas der Oase. Leider kein Obst und Gemüse. Schade. Ich könnte höchstens hier ein bisschen pflücken. Warte mal. Das könnte doch echt ganz cool aussehen. Und ich finde es eigentlich auch eine coole Idee, so ein bisschen Obst und Gemüse da so drunter zu legen. Also, guck mal, wenn ich das jetzt hier ablege, so ein bisschen unter die Bäume sowas zu legen. Das habe ich gestern bei Janine gesehen. Das fand ich eigentlich ganz schön. So, guck mal, dann können wir das hier so ein bisschen als Opfergaben... ein bisschen als Opfergaben hinlegen. Was haben wir noch hier für ein Zeug gehabt? Was haben wir noch gesammelt? Was hatten wir denn noch? Das denn? Achso, das ist so eine Schüssel. Ah, okay. Ja, können wir auch nochmal da hinlegen. Praktisch, wenn man direkt die Schüsseln vom Baum pflücken kann. Wenn das mal echt so wäre. Aber ich bin doch ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie Obst vom Baum gegessen. Also als Kind hat man ja immer... Okay, doch, Pflaumen habe ich mal gegessen. Ich hatte einen Freund, der hatte so einen Pflaumenbaum. Das war ganz cool. Aber kennt ihr diese kleinen vergammelten Äpfel, diese ganz, ganz kleinen? Die habe ich nie gegessen. Da machen wir später noch mehr Opfergaben hin. Ne? Ich hätte gerne mal so einen Pink Lady Baum. Kennt ihr diese Pink Lady Äpfel? Da gibt es ja auch Bäume von, die kann man sich ja sogar kaufen, beziehungsweise eine Lizenz davon. Da, so einen Apfelbaum hätte ich mal gerne. Aber in Deutschland haben wir immer nur diese kleinen grünen Dinger, die so ein bisschen braun sind, über Löcher haben. Aber so finde ich schon mal gut. Hier die Ecke finde ich auch gut. Ja. Wahrscheinlich werde ich die Plantage nur woanders hin machen. Ist jetzt erstmal so ein bisschen Lückenfüller. Der Hügel ist halt super, super hässlich. Ja, gute Frage. Was macht man hier hin, ne? Was macht man hier hin? Sieht auch irgendwie komisch aus, ne? Ja, hier ist einfach so Ende, leider. Hier ist ja auch einfach Ende. Man könnte höchstens hier noch so ein bisschen Weg hin machen. Was ist denn hier los? So. Ah, sieht auch blöd aus. Und ich will das Haus eigentlich auch gerne auf Weg stehen lassen.
Ja, irgendwas muss noch hier hin, ne? Ja, hier fehlt noch so ein bisschen was. Vielleicht Magnolienweg noch drumherum legen. Laternen müssen wir auf jeden Fall noch holen. Dann können wir mal eben zu Dagobert. Ganz geschwind. Ja, schwierig, die Ecke. Die ist ein bisschen schwierig. Vielleicht fällt euch da ja mal irgendwie was ein. Aber du kannst es halt praktisch mit Bäumen und Büschen stopfen, so ein bisschen. Ja. Aber habe ich mir schon gedacht, dass es da jetzt nicht so cool wird. Laternen müssen wir brauchen. Köpfe müssen wir doch bauen, ne? Laternen müssen wir kaufen jetzt. Ja, ist ein schöner Tag, ne? Ja, hier gab es auch nichts mehr. Ich habe noch eine Küchentheke gekauft. Mehr war hier dann leider auch nicht. Aber ab morgen sollen ja neue Sachen kommen. Einen schönen Tag noch. 5 Stück. So, ich will gerne ein paar Sachen bestellen. Möbel. Ulan. Oder finden wir hier nochmal was Gutes, was da hinpassen könnte irgendwie. Wassertränke, das habe ich alle schon im Militärbereich. Ja, Werkbank hätte ich eigentlich auch noch. Ein paar Laternen müssen wir nochmal kaufen. Ja, wir haben sonst nicht viel, ne? Das könnte ich auch nochmal gleich versuchen, da hinzustellen. Ja. Aber sonst finde ich es erstmal ganz gut. Ich mag den Bereich. Und Plantage, ich glaube, ich mache die nochmal woanders hin. Ja. Ja, ich glaube schon. Das gefällt mir da nicht so ganz. So, Brunnchen. Ziggidi-zack. Und langsam kann ich mich auch schon besser orientieren, weil wir ja immer mehr bauen. Das finde ich ganz gut. Genau so wird das dann hier aussehen. So ungefähr wie hier. Mit dem Drachen. Hui! So. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus, ne? Also es ist okay. Aber ihm ja auch so nichtssagend leider. Aber was willst du denn sonst machen? Ich kann hier halt Bäume noch hinstellen. Hier auch. Und Laternen. Auch hier ist auch so ist auch nix, ne? Mal gucken, ich weiß auch nicht. Na, ich müsste hier noch eine Laterne hin, warte. Wir müssen die Laterne parallel zu der hier haben. So. Und hier vielleicht noch eine hin. Joa, dann kann man die praktisch hier weiterführen, ne? Haben wir hier noch eine Laterne? Ne, müssen wir auch nochmal gucken, was ich ans Ufer baue. Ja, hier noch eine Laterne hin. ja, hier müssen eigentlich auch nochmal welche stehen. Ja, vielleicht hier nochmal eine hin. Ja, ich werde wahrscheinlich das hier nochmal alles ein bisschen umbauen. Mal gucken. Das hat leider auch nichts. Könnten das halt so ein bisschen am Ende des Weges noch hinstellen. Das benutze ich eigentlich mal ganz gerne, so wenn der Weg zu Ende auch ist. Da liegt noch eine Zimtstange. Zack. Aber hier werde ich es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen nach vorne machen, wegen den Bäumen. Ja, und da müssen wir mal schauen, ne? Hier halt nochmal so Bäume hin. Hier könnte man noch schön irgendwie was hinmachen, oder? Ja. Dann sieht das hier auch so leer aus. Ich stell's erstmal hier hin. Ja, keine Ahnung. Also hier müssen wir die Flächen irgendwie nochmal füllen. Und vielleicht lasse ich die Plantage da auch erstmal. Mal gucken, vielleicht kriegen wir irgendwie nochmal was Neues. Aber im Großen und Ganzen ist es erstmal hier halbwegs fertig. Würde ich sagen. Theoretisch könnte man den Weg hier nochmal ein bisschen kleiner doch machen. Dann passt es zwar hiermit wieder leider nicht. Ja, oder so, keine Ahnung. Ja, könnte man hier vielleicht nochmal so ein Bäumchen hinmachen. Hier nochmal was Schönes. Hier nochmal eine Laterne. Hier nochmal so eine Laterne. Hier nochmal so einen grünen Baum können wir schön hier hinmachen. Ja, schauen wir mal irgendwie so. Okay, Leute. Damit machen wir es erstmal halbwegs fertig. Der Liebesbaum. Ja, mal gucken. Plantage weiß ich nicht, ob ich es so lasse. Vielleicht lasse ich es erstmal so für ein paar Wochen oder so. Schauen wir mal. Aber Haus haben wir gut dekoriert halbwegs. Ist in Ordnung. Statue werde ich noch ein paar Opfergaben da vorlegen. Finde ich, sieht aber so ganz gut aus da, die Statue. Mag ich. Ne? Und dann gehen wir hier lang. Das Haus werde ich auch relativ schlicht einfach auf Rasen lassen. Genau, hier schauen wir mal. Werde ich noch ein bisschen am Wasser dekorieren. Ja.
Ein paar Häufchen mache ich hier wahrscheinlich noch hin. Aber an sich sind wir erstmal im Großen und Ganzen fertig. Schreibt gerne, wie es euch gefallen hat, das Ganze. Ja, da hinten müssen wir mal schauen. Vielleicht fällt euch da irgendwas ein. Aber mehr als Bäume, Büsche, Laternen können wir da leider nicht mehr hinmachen. Ne? Tut mir sehr, sehr leid. Für euch und für mich. Aber vielleicht kommt ja irgendwann nochmal was Cooles. Ja. Hier noch irgendwie. Ja, und die Bäume. Ja, sieht ein bisschen so deplatziert hier auch irgendwie aus. Ne? Ich werde es wahrscheinlich irgendwann nochmal woanders hinstellen. Ja, wichtig war mir jetzt der Eingangsbereich. Drachenkopf stelle ich noch her. Laternen haben wir überall. Ne? Ich finde das auch ganz gut mit den grün-pinken Bäumen so ein bisschen gemixt. Hier müssen wir auch mal schauen. Ja, hier hat es noch ein bisschen Bearbeitungspotenzial. Aber wir sind fertig. Wir haben alle Häuser dekoriert. Wir haben alle 4 asiatischen Häuser dekoriert. Wir haben alle Dekoartikel benutzt. Ah, hier können wir noch ein bisschen Weg eigentlich drumherum legen. Stimmt, das finde ich eigentlich nochmal ganz schön. Das könnte man eigentlich nochmal ganz gut hier machen. Ja. Vielleicht hier nochmal echt so ein bisschen... Passt das hier? Nee. Leider nicht, aber hier geht's, ne? Hier noch so ein bisschen Weg hin. Dann können wir es damit nochmal ein bisschen schöner machen. Geht auch da drunter, ne? Ja, ein bisschen zumindest. Ja, ich glaube, ich werde das nochmal alles hier mit so ein bisschen Magnolienweg umgeben. Dann sieht das Haus nicht so lost aus. Oder? Guck mal, es hat doch nochmal ein bisschen was. Hier können wir auch nochmal schön was drumherum legen. Guck mal. Da haben wir nochmal so ein bisschen Eye-Candy sozusagen. Ja, guck mal. Da haben wir den toten Raum so ein bisschen verdeckt. Können wir den Hügel damit auch bedecken? Leider nicht. Ja, aber es sieht doch ganz cool aus, finde ich. Geht hier noch was drauf? Da geht auch noch ein bisschen was hin. Hier noch ein bisschen. Oh, Mensch! Also... Jetzt hört's aber hier auf. Also, ich will doch nur meinen Weg hier verlegen. Ja, aber guck, aber so viel ist nochmal ganz schön irgendwie. Ja, hier sieht's ein bisschen eckig und kantig aus. Ja, müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen drehen, aber so... Ja, guck mal, dann sieht's nochmal ein bisschen... Ist nochmal ein bisschen schöner. Alles klar, Leute. Lasst gerne ein Abo und Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielen, vielen lieben Dank für alle, die sich jedes Video angeguckt haben. Ja, da werden wir demnächst weiter den Dschungel bauen. Mal gucken, was wir mit dem nächsten Update bekommen. Hier werde ich alles natürlich noch ein bisschen verfeinern und so weiter. Aber es gefällt mir. Ja, ja, ist schön. Ist schön. Ne? Alles klar, Leute. Viel Spaß beim Bauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration wiederbringen. Und ja, lasst gerne Kritik da, ob positiv oder negativ. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.